Ne, fuck. Ah, Controller. Okay. Also, büff. Gegen die verfluchte Katze. Es ist ein Spiel, das auch wieder von Arkado ist. Und das scheint auch auf fast derselben Engine zu sein wie Hell Yeah, weil ich habe im Spielordner eine Datei gefunden, die Hell Yeah Shares heißt. Also. Es ist ein niedliches Spiel. Das weiß ich. Es ist ein sehr niedliches Spiel. Okay. Ein goldenes Ei macht alles weg. Oder so. Ah, der Unterschied, you are with fearless knight. Gibt aber leider keine Option. Das heißt, ich kann wohl offenbar auch, ich kann wohl offenbar auch nicht die Sprache auf Deutsch ändern. Bisschen schade. My first poof. Oder Pöf. Pöf. Der tapferste. Ja, das übersetze ich später. Moment, der tapferste Kammerbewachungs- und Dings jemals gab. Wurde ein vergiftetes Geschenk geboten von einem finsteren Magier und außerdem Hardcore-Gamer. Eine Katze, die goldene Eier legt. Närrischer Kaninfreund. Wenn du nicht merkst, dass die Katze dich in eine Falle lockt, du merkst nicht, dass die Katze dich in eine Falle lockt, in einem endlichen Zeitloop, wo die Gefahr überall lauert und der Tod nur der Ausgang ist. Und noch schlimmer. Du behältst dein Geld nicht. Also, das Ende vom Lied, ich, muss den bösen Magier platt machen. Und eine Tonnenladung von Edelsteinen sammeln, wenn ich schon dabei bin. Ja, hier haben wir für die Steuerung nochmal erklärt. Ich muss meine Mieze beschützen. Und einfach nur Punkte machen. Verteidige dich! Ah ja, aufgegangen. Okay. Oh. Das ist knuffig. Goldenes Ei. Screen you. Ha. Mission complete. Ich mach weiter. Super. Wofür habe ich mich nochmal geheilt? Die Dinger haben HP. Oh, verstanden. Das ist definitiv ein Nachfolgespiel von Hell Yeah. Hör ich denn an? Ja, dort. Game over. Wie? Random Gift? Echt jetzt? Das ist ja fast wie Battleblock 4, da hier, ey. Baus! Also, das ist jetzt also mein Skilltree, ja. Naja, ich habe nur einen Token und offenbar brauche ich ein bisschen was. Also gut, Slow Motion. Linke Schultertaste für Geschwindigkeitswechsel. Es wird alles einfacher, wenn man in die Slow Mo gehen kann. Aber ich werde weniger Punkte dafür kriegen. Na, macht nichts. Ich muss also die. Ja, definitiv.
Oh shit. Mir fällt eine Sache auf. Einen Moment. Okay, ich bin ein Idiot. Ich habe jetzt 10 oder 15 Minuten aufgenommen, ohne irgendwas gesagt zu haben. Ich habe 10 oder 15 Minuten meine Stimme aufgenommen, aber nicht das Spiel. Na gut, ich habe jetzt also ein paar Fähigkeiten. Diese Hammer kann ich einsammeln, um auf diesen Paneelen solche Sentry Guns aufzustellen, sage ich mal. Die aktivieren sich und machen dem Gegner Schaden. Ich hasse es, dass Gegner sich seitlich berühren darf. Wir machen dem Gegner Schaden. Wenn ich dann auch noch Kacke auf ihn hinsetze, ist es episch. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Dinger halten, weil ich nie wirklich lang gelebt habe. Hat mehrere Gründe, wie der viel schlecht ist. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fliegende Messer bringt's. Boom. Überall Kakao einsetzen, so super geht. Das ist eine super Idee. Doch, doch. Was wollen alle von so einer doofen Katze? Da, und ich bin schon wieder... Mann! Ich sterbe sehr oft in diesem Spiel. 15er-Kombo. Am besten mit Kacke. Ja, übrigens Sachen, die man freispielt, wenn sich diese Random-Leiste füllt. Das sind so Teile. Punkt! Ja. Ey. Kriegt für jeden Scheiß Schaden. Ah, Mann! Ja. Das wollte ich ja schon fast, ey. Dieses Spiel ist sehr variabel. Also Sachen, die man freispielt, wenn sie die Leiste füllt, das sieht man direkt, wenn man ein Level nochmal startet. Ja, neuer Hintergrund, der angezeigt werden kann, random. Das ist wirklich random. Das sind nämlich die Sachen, die jetzt hier auf der Stage passieren. Fuck you. Kann man nicht mal in Ruhe kacken hier? Das ist... Dieses Spiel ist... Seit Ewigkeiten... Mal ein Spiel, in dem man wirklich aktiv kacken muss, damit man etwas erreicht. Was vielleicht zu erreichen ist. Ich hätte vielleicht ein Messer schmeißen sollen, das hätte sie ja gebracht. Na gut, ich habe ein paar Messer. Slow Motion. Ja, Präzision ist hier alles. Ich brauche vielleicht mal einen Hammer der Gerechtigkeit oder was? Ja, sich selber hochhalten ist auch nicht verkehrt. Oh, fuck. Death and Decay. Mann. Aber ich find's cool. Ich find's ziemlich cool.
das. Ah, ein Hammer. Scheiße, habe ich vielleicht ein bisschen unvorteilhaft gesetzt, aber. Es ist jetzt schon ziemlich cool, ziemlich lustig. Noch mehr Power-Ups. Ich möchte hier, möchte gerne Sentry ganz überall hinsetzen. Ja, wenn man eine Weile spielt, weiß man auch, worauf man aufpassen muss. Man muss auch ein bisschen simultan mit seinen Waffen denken. Friss meinen Arsch! Mission vollendet. Ich mach noch ein bisschen weiter. Das, was zwar eigentlich nicht bringt, aber. Jetzt haben sie die Katze erwischt. Und ein neuer Top. Gott sei Dank kostet alles immer nur einen Top. 3% mehr Punkte. So, 3 Gegner platt machen, indem ich die Rollattacke in der Luft einsetze. Moment, die gibt es auch am Boden? Na. 5 Gegner mit dem Feuermesser umbringen und 8 Gegner mit dem Blitz-Turret vernichten. Das hört sich doch noch einfach an. Das geht doch noch. Das geht doch noch. Da kommen wohl noch Gegner. Oh. Ihr müsst wirklich die A-Taste für den Sprung benutzen haben, damit ihr diese Rollattacke einsetzen könnt. Okay, Feuermesser muss ich ja auch noch einsetzen, ja. Ich werde sofort zum Grabstein, wenn die Katze stirbt. Ja. Aber man spielt jetzt wirklich erstmal die ganze Zeit nur so dieses Gebiet hier, bis man genug Skills freigeschaltet hat, mit denen man sich dann immer neue Fähigkeiten freischalten kann. Also, ihr müsst Fähigkeiten freischalten, um zum nächsten Teil der Fähigkeiten zu kommen. Und erst dann könnt ihr Schlüssel freischalten, mit denen andere Gebiete frei werden. Hier kann man so scheiße springen. Das war Rettung in letzter Sekunde. Was wollen die alle von meiner süßen Kitty? Das ist schade, am Ende zu fressen. Aber wenigstens fressen meine Gegner auch was. Ja, klar. Und ein neuer Random Look. Ja, du bist doch ungefesselt, Mietz. Oh, ich. Ja. Ein witziges kleines Spiel, ich mag es. Ich hab wohl das Falsche eingewechselt dafür. Okay. Ich glaube, diese fliegenden Viecher, die oben und unten fliegen, sind mehr so ein Fall fürs Feuermesser. Ich habe offenbar auch Invincibility Frames. Oder diese Ritter machen mir einfach keinen Schaden durch Berührung. Daneben! Ja, das hat mir richtig gut in diesem Spiel. Moment.
Messer! Messer! Die Tür ist am falschen Ort angesetzt. Gut. Oh! Knife is knife, lalala. Ich spiele auch Errungenschaften ohne Ende hier. Ja, die Viecher sind flott, wenn sie wollen. Mein Gott, diese Schleimis, die kommen auch an Scheiße vorbei. Gut, Mission checken, was ich jetzt geschafft habe und was nicht. Ja, die Lightning Turrets, das habe ich mir gedacht. Yeah! Okay. Ja, okay, das ist das Ding üblicherweise. Ein bisschen schalten. Das reicht! Mann. Zu viele Gegner. Also es regnet hier wirklich HP ab. Sobald man sich mit der Steuerung ein bisschen vertraut gemacht hat, ist das kein Problem mehr hier. Das hat die Lightning Turret erledigt. Hier kaufen wir also Zeug für Kackhaufen hier. Das läuft. Boah, verdammte Axt. Muss ich echt als Gegner in einer Mission erledigen? Das ist ein bisschen schwierig mit diesen Lightning Turrets, vor allem wenn so wenig Hammer dafür droppen. Da muss ich echt Ausschau halten nach Upgrades. Goldene Scheiße macht Gegner langsam. Ich sollte mir so einen Scheiß echt merken. Sollte ich dann selber mal goldene Scheiße kacken können in echtem Leben, weiß ich genau, was ich damit anfange. Verdammte Kacke, ich hasse es, dass ich nicht selber in den Gegner reinrennen kann, weil er keinen Angriff hat. Das ist das Einzige, was mich hier stört. Ich darf Gegner echt nicht anfassen. Das passiert so schnell, weil er so schnell, laufen kann, der Hund. Echt früh. Ich kann die Reihenfolge auch nicht direkt bestimmen, ne? Verkaufen! Boom. Viele kleine nervige Gegner. Hier sind zwar alle Gegner One-Hits, die so klein sind, aber... Noch ein Messer der feurigen Leidenschaft. Nein, wirklich. Jetzt muss ich erst nach unten. Miese Katze in den Arsch retten. Hast du die Viecher? Ich frag mich, ob die Kacke auch irgendwann ihre Zeit aufgebraucht hat. Ich lebe aber echt schon lange. Ah, ein Hammer. Bingo.
Lass mich runter. Also langsam echt nicht leicht hier. Nichts zu verteidigen. Oh fuck! Da ist Kitty Cat tot. Was kackst du auch so langsam deine goldenen Eier? Mann, Mann, Mann. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich ja mal kurz Schluss mit dem Spiel. Dann wird es erstes angucken, ist ja das schon gar nicht mal so schlecht. Wird echt witzig. Ihr könnt nicht sehen, Jungs. Na, wo habe ich die Scheiße denn jetzt hingesetzt, ey? Na, macht nichts. Eigentlich habe ich echt das Gefühl, ich sollte mir diese Eier aufheben für einen Fall, in dem ich es brauche. Hier gehen schon so vorsichtig daran. Ne? Kleine dumme Schleimviecher. Die können nicht schnell werden, wenn sie wollen, das weiß ich. Das kommt mir fast so vor wie so ein Spiel für die Wii. Da wurde meine Regel gekockblockt. Na egal, es ist. Also ich find's witzig. Ich find's knuffig und witzig. Spiel später vielleicht nochmal. Nun, das ist Perth. In mein Menü. Es ist eigentlich nur wirklich für Score und so etwas. Pro-Tipps, Credits. Ist leider nur in Englisch. Das Story-Modus gibt es eigentlich gut wie gar nicht. Ich schätze mal, im letzten Gebiet kommt dann auch diese komische Magier wieder vor. Und dann kann man sich rächen dafür, dass man so eine böse Kritik gekriegt hat. Nun egal. Das ist Perth. Ich find's witzig. Bis später mal.